Guten Morgen Deutschland und herzlich willkommen bei der ASKS-Sendung. Ich bin Alex Shah und auf meiner Seite sitzt der Kimball Spencer. Ja, hallo. Kimball, erzähl uns doch ein wenig von der Bürokratie in Deutschland. Ja, sehr gerne. Die Bürokratie in Deutschland repräsentiert ein großes Problem, das viele Arbeiter aus verschiedenen Teilen Europas verhindert. Die Wartezeiten sind momentan deutlich über ein Jahr, um einen Termin beim Aufenthaltsort zu vereinbaren. Man muss sogar länger beim Aufenthaltsort warten als im BYU Testing Zentrum. Deutschland, wie viele andere Industrieländer, will den von der EU unterstützten Migrationspakt nicht gänzlich beitreten. Das Problem frustriert sowohl Arbeiter als auch Arbeitgeber, denn beide Seiten werden davon abgehalten, wichtige Arbeitsstellen anzubieten und anzunehmen und die notwendigen Arbeitsleistungen zu erledigen. Gesundheitsminister Spahn sagt, Deutschland brauche vor allem Arbeiter, die fähig sind, in der Pflege tätig zu sein. Trotz dieses großen Bedarfs steht vieles noch im Weg. Pflegeunternehmen würden von einem Abbau der Demokratie sehr profitieren und alle Betroffenen hoffen endlich auf Fortschritt. Genau dazu passend ist das Thema der Flüchtlinge in Deutschland. Mit der immer steigenden Zahl der Immigranten in Deutschland muss sich jeder klarkommen. Die Frage ist nicht mehr, ob Flüchtlinge ins Land gelassen werden sollen, sondern ob die Integration deren, die ins Land fliehen, funktionieren wird. Alex, bring uns daheim. Jo, sehr gerne. Aladin El-Mafalani sagt, es sei keine einfache Frage zu beantworten. Die Arbeitsstellen und Ressourcen seien wie ein Kuchen. Er sagt, wenn mehr unterschiedliche Menschen in der Gesellschaft leben würden, müsse der Kuchen in mehr Stücke verteilt werden. Die Menschen, die schon davor ein Stück gehabt hätten, würden jetzt ein kleineres Stück bekommen. Das würde zu einem Konflikt zwischen den verschiedenen Volksgruppen in der Gesellschaft führen. Das ist lustig, weil Aladin El-Mafalani sich wie kein deutscher Name anhört, doch er ist gegen die Immigration. Danke, Alex. Die Freude war meinerseits. Bleib doch klasse, Deutschland.